Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Rockman Knock Constantine von 93 Jovo. Bei der vorletzten sind wir jetzt, oder? Ja, vorletzte Wily Stage und ich weiß nicht, wohin mich das führt. Metroids. Und da ist hier Energie. Munition, die will ich haben. Oh. Oh, stimmt, ich bin blöd. Ich brauche hier den Bauerschutt. Den Bauerschutt brauche ich hier. Alter. Seit wann bewegen die sich? Hey, seit wann bewegen die sich? Natürlich habe ich das dafür verwendet. Ich nehme mal lieber mal den Einer. Seit wann bewegen die sich so? Haben die sich schon immer so bewegt, oder? Oh, 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 von der Decke hier, was? Von der Decke hier, von der miesen kleinen Decke. Alter. Wie mache ich das jetzt? Erstmal die irgendwie ausschalten und dann... Okay, jetzt schnell wechseln zum Einer, bevor der andere wieder hochkommt. Oh, wo sind der Einer? Oh, Backe. Oh, Backe, das geht schief. Das geht schief. Habe ich noch Bomben? Jo, ich habe Bomben. Oh, Bomben sind deine Freunde, Christian. Energie, verdammt nochmal. Danke dafür. Ne, der Einer, oder? Oh mein Gott, ich bin gerade unter Adrenalin. Oh, Unverwundbarkeit. Ausnutzen! Energie! Bäh. Vergiss die Energie! Ich scheiße! Ich mache Dreck auf die Energie. Ich habe seit der einen Stage kein Leben mehr verloren. Was ist denn mit mir heute los? Ich habe heute einen Höhenflug. Die Boss-Stage. Wieder gut abgepasst beim letzten Mal, was? Was war die? Es war die Gigant. Es war der Gigant. Okay, was ist die Waffe? Oh. Der sieht aus wie... ein mechanischer Wily Schneemann. Gut, was kann die Waffe sein? Ich probiere mal die Stingballs aus. Okay, die... Gut, das könnte sogar wirklich Wily sein. Die Stingballs sind's nicht. Dann probiere ich mal die Bombs. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht schaffe, muss ich alles wieder von vorne machen. Einfach mal Daumen drücken, Leute, dass es die Bomben sind, weil ich meine, das ist ein Stahltitan. Da könnten doch Bomben helfen. Hey, hey, hey. Nicht so nah. Nein, es sind die auch nicht. Wind! Auch nicht. Eis. Nein, auch nicht. Ein Versuch noch und in dem muss ich rausfinden, was seine Waffe ist. Die Stings waren es nicht. Powershot, was? Wind? Stingballs hatte ich. Ja, ich hatte Flair noch nicht, aber das war doch schon die Waffe vom letzten Gegner. Warum sollte es da helfen? Aber so ein kleines Geschoss könnte ja helfen. Es war auch nicht die Flare-Waffe. Also die Flash-Waffe. Na toll, alles nochmal von vorne. Aber gut. Ach stimmt ja, das wäre der bescheuerte Anfang. Ah, das habe ich jetzt total verschwitzt jetzt. Alter, jetzt schreckt mir nicht so auf die Bälle hier. Es sind doch nur deine Groupies, dein Fanclub. Ja, nee, ist klar. Natürlich nicht. Welche Waffe könnte es sein? Vielleicht ist es ja der normale Buster. Das könnte auch sein, dass man denkt, oh, ist ein starker Gegner, da braucht man eine starke Waffe und dann ist es ja einfach der normale Buster. Ah, nee, ich muss ja erstmal aufschießen. Es könnte aber auch sein, dass ich einmal nur die richtige Stelle treffen musste. Das ist ja auch bei vielen Gegnern dann... der Fall, dass man einfach sehr genau zielen muss. Gut, eure welche sind die Stingballs, das weiß ich noch.
Alles klar. Das ging so, oder? Tschüranimo! Danke. Ach, dann nehme ich jetzt... Oh, Metal hatte ich noch nicht probiert. Stimmt. Die Metal hatte ich noch nicht. Was will ich eigentlich? Ich will das S. Weg. Weg, weg, weg. Yep. Oh, na gut. Ich dachte, ich könnte heroisch über das Loch springen, aber naja. Warte, warte, warte. Da, warte, warte. Danke. Aber ich will an den Energietank da dran kommen. Ich will da irgendwie dran kommen. Aber wie? Ich brauche den einer, aber ich muss den richtig setzen. Oh, why it is then? I like the club, it has the best. It has the best. Genau, hier brauche ich die Zeit. Zeit, stopp! So, weg mit dir. Weg schon, komm schon. Jawohl. Nicht in die Stacheln fallen. Das Dings. Drei Leben und... Einfach nur alles drauf hier. Das spawnen keine neuen, wenn die noch da bleiben. Alles klar. Oh mein Gott, wie ging das jetzt nochmal? Ach stimmt, einfach runterfallen. Boah! Ja, hat er mich beinahe auf dem falschen Fuß erwischt. Ach, dafür ist der Raum, das ist so ein Midpoint. Der Midpoint-Check ist das. Alles klar. Okay, Bomben sind deine Freunde. Gut, Wechsel zum einer, der ist auf der gleichen Etage. Christian, was machst du denn da? Bomben! Die helfen echt gut gegen die Metroids. Alles klar? Ach du liebes Liesle. Nein, ihr sollt nicht zu mir her. Au, Backe. Warum merke ich mir das nicht? Die 1 ist unter der B. Laufen. Ich will in die... Ich will in die Energie. Ich will in die Energie. Alright, I got the energy. Okay. Etwa 3/4 des Lebens. Und ich schaffe das jetzt sogar. Gut, die Metal hatte ich noch nicht probiert. Wo habe ich eigentlich die Metal? Ach nee, das waren die Razor Blades. Metal Blade, das war es bei Mega Man 2, der Original. Gut, 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 gut. Wann schießt er? Wann schießt er? Kann ich... Ich kann den schon mal ausweichen. Es ist auch nicht die... Es ist auch nicht die Metal-Waffe? Welche Waffe ist seine Schwäche? Ich habe alle Waffen durchprobiert, da ist nichts übrig geblieben. Oder habe ich irgendein... Der Power Shot. Der Power Shot. Natürlich. Der Power Shot, den habe ich noch nicht verwendet. Ein feuerbasierender Schuss, der... Nein, es ist auch nicht der Power Shot. So. Wind, ich hatte alles. Da ist nichts. Als würde bei dem Zeit helfen. Also ich meine, bitte. Mein letzter Versuch. Ich werde den Energietank verwenden. Ich kann mir dadurch Zeit kaufen, aber... Vielleicht muss ich ihm echt einfach nur mit dem Blaster ins Gesicht schießen. Hilft ja bei den meisten Gegnern. Einfach mal ins Gesicht schießen. Was am meisten gut tut. Oder ihm halt in den Hintern, aber das können die halt nicht machen. Achso, hier kann ich... Ich bin
den ja gleich tot. Wie viel Schaden er macht, wenn man nur in dem drin steht. Nein, es ist auch nicht die Waffe. Dann probiere ich halt nochmal Eis. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich weiß die Waffe nicht. Leute, ich werde es so machen. Ich werde jetzt noch in dem Part wieder hinlaufen. Und dann werde ich dort aufhören, den Part beenden. Dann müsste es zeitlich wieder passen. Und dann muss ich nachschauen, welcher Gegner welche Schwache seine Waffe ist, ja. Welche Waffe seine Schwäche ist. Ich habe alle ausprobiert, Leute. Es kann sein, dass ich wieder irgendwas total verpinnt habe, aber ich komme nicht drauf. Nein. Und dass ich da jetzt hier unnötig dann wieder meine Zeit verschwende und dann natürlich auch eure, das kommt bei mir nicht in den Sinn. Nee. Ich bin beeindruckt von mir selbst, dass ich es bis dahin ohne Safe-Sets geschafft habe. Ich habe nur am Anfang Safe-Sets verwendet und hier keinen einzigen. Also ich habe zwar welche gesetzt, aber ich habe sie nicht verwendet. Ja. Und darauf bin ich wirklich stolz. Und das wird, soll jetzt in Zukunft auch so bleiben. Also, dass ich stolz auf mich sein kann. Ja, das meinte ich. So. Zumindest kann man hier noch die wunderschöne Musik genießen. Auch wenn man denn die Szenen gesehen hat. So. Genau die. Und dieses Ding ist einfach behalten, genau. Geronimo! Ja, da bleibst du auch. Danke. Ich glaube, die haben die mit Absicht dorthin gesetzt, damit man das hier so nutzen kann. Zumindest kann ich mir dann einen Energietank holen. Und wenn ich den Boss schaffen kann, dann habe ich den sicher für den nächsten Level. Weil wenn hier der Titan kommt, der Gigant, der Golem, wie auch immer ich ihn nennen soll, oder wie ihr ihn nennen möchtet, weiß ich, dass beim nächsten Mal dann die Kuppeln kommen. Jawohl, es hat noch gepasst. Da kam der Zwischenspeicherpunkt. Nein, da kamen die Kollegen. So, springen vergessen. Okay, jetzt die Zeit. Danke. Danke, danke. Zum Glück bleiben die aber auch wirklich in ihrem Bildschirm dann. Nicht, dass die sich dann von hinten an mich ranschleichen. Was kam hier jetzt nochmal? Die Kacke, genau. Boom, einfach nur... Oh, das war jetzt einmal einer meiner besten Schüsse. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich kann mich nicht erinnern. Na, genau, die Bomben brauche ich jetzt hier. Ja, natürlich muss es auf Boden treffen, damit die Explosionswelle ein Ziel erhaschen kann. Ja, so habe ich es mir gemerkt. Energie. Was? Oh mein Gott, was soll das denn jetzt? Ich hab... Ach, da ist der Midpoint, das weiß. Dort oben war der Midpoint noch gar nicht. Das ist jetzt neu für mich, erschreckend. Und ich bin trotzdem froh, dass ich es jetzt weiß. Ja. Oh, danke, Energie. Einer. Danke. Bombe. Komm schon, Pumpe. Pump mir hier die Bude zu. Was? Habe ich den Sprung nicht sonst immer geschafft? War ich kurz weg und ich wurde durch meinen Roboter-Doppelgänger ausgetauscht, der weniger talentiert ist? Kann das sein? Ah ja. Aha. Ich glaube, das muss es sein. Ich weiß, ich hatte noch Schnitzel zum Abendessen, aber danach ist irgendwie bei mir Blackout.
Achso, ich glaube, ich hatte da die Unverwundbarkeit ausgenutzt. Kann das sein? Ich glaube, ja. Bam, 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 bam. Weg, 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 weg. Jetzt habe ich keine, keine Bomben mehr. Einer. Mein nulltes Leben. Grandios. Durch, durch, durch. Okay. Gut, es hat zeitlich wunderbar gepasst. Es ist mein letzter Versuch. Ich habe einen Energiekern. Leute, das kann ein Spaß werden. Ich hoffe, euch hat trotzdem dieser Part gefallen. Und dann teilt bitte dieses Video mit euren Freunden, damit meine Zuschauerschaft steigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part oder beim nächsten Video. Je nachdem. Ich bin auch 93 Chovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.